You lose, Giacomo. No, this can't be. I never lose. Is it the spirit within him? Or is it because... We did it. We did it! Look, Rams and V can finally rest in peace. His power. It's the fruit of Georg's research. I was supposed to inherit that power. Huh? My grandfather's research? Yes. Georg's research. He tapped into power from the Divine Child. Power? From the Divine Child? You were supposed to inherit it? Why you? Because Georg, whom you call grandfather, is my father. Huh? What? That can't be right. You liar! Ja, wie ich mir gedacht habe. Wem nehmen wir denn? Nehmen wir Doc, komm mal. Und was haben wir hier bekommen? Eremitenkorb und Tellers Rang auf 5. Das ist gut. Ui. Was? 5 Minuten? Wofür? Wofür 5 Minuten? This doesn't look too fair. Ich will hier nicht kämpfen. Das kostet Zeit. Vielleicht doch nicht. Da haben wir gerade gewonnen und dann sowas. Ja. Was muss ich tun? 5 Minuten. Ich muss abhauen. Das steht schon mal fest. Ja, komm, greif an. Wir haben gerade Giacomo und ihr seine Handlanger besiegt, also. Was willst du? 1, 2. 3, 4, 5, 6! What the hell is that? Reißender Wind! Alter Falter! Das hätte man mir vorhin geben können! Misuto, halt ich mal eben. Ich glaub das nicht. Das hätte mir man vorhin geben können. Ganz ehrlich. Dann wäre der Kampf ziemlich schnell vorbei gewesen. Hammerhart. Hammerhart, ey. Ich sollte gleich mal die Leute wechseln. 8 und die Nummer 6 und die 3, dann haben wir ein paar Bonus bekommen, weil das ist ja alles einheitlich. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, das ist natürlich jetzt schlecht. Eine 5 wäre schön gewesen. Das war ja gerade eine geile Aktion. Schön, dass das auch mal ein Let's Play gewesen ist. Der Kelle ist 1500 Schaden. Okay, 1, 1, 1, 5,
Und shit. Ich wollte noch Shadow einsetzen, aber okay. Sollte wohl nicht so sein. Ja, halt dich mal. Wunderschön. Ich heil mal lieber. Vorsichtshalber. Um 500, das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Gut. Boah, war okay. Vielleicht hätte noch besser sein können. Ach, wieso verzähle ich mich jedes Mal? Aber egal, es reicht ja trotzdem aus, um die Sachen hier zu besiegen. Und nehme natürlich Kristallnägel mit. Und erstmal Charaktere, Reihenfolge. Die Barry tauschen Serena. Die beiden tauschen und die tauschen. Moment. So. Ja. Die brauchen definitiv jetzt die Erfahrungspunkte. Und haben wir die Karte bei Selvina. Angriff. Können wir langsam die Karten austauschen, ne? Würde ich mal sagen. Einmal das austauschen. Und dann sieht das schon mal schon besser aus. Ja, und jetzt? Was muss ich tun? Komme ich auf die Brücke? Nein. Auf die Brücke komme ich also nicht. Muss ich jetzt abwarten? Oder muss ich einen Code eingeben? Moment mal. Okay. Moment mal. Es geht nicht mehr zurück. Das heißt, ich glaube, ich weiß wohin. Und zwar im Maschinenraum. Beziehungsweise in diesem Kampfraum. Genau, der Hangar. Vielleicht gibt es hier etwas, mit dem wir entkommen können. Geht mir ganz schön gegen den Strich, mich auf ihre Maschinen verlassen zu müssen. Aber wir haben leider keine andere Wahl. Vielleicht gibt es noch ein paar Maschinen, die funktionieren. Wir müssen sie finden. Bist du das? Hier. Hallo. Guck mal. Was haben wir denn hier? Kristallnägel. So viel Zeit muss sein. Moment. Angriff, Kristallnägel. Umtauschen. Moment. Hier war was. Ein Treibstofftank für die Imperialmaschinen. Wenn du den Deckel abschraubst, kannst du den Treibstoff entnehmen. Sieht also Öl ist gut. Öl ist gut. Brauchen wir. Das ist gut. Aber wo können wir ihn einsetzen? Irgendwo muss es doch eine Gerätschaft geben. Was ist hier? Treibstoff. Öl. Nee, Öl haben wir schon. Ja, das ist jetzt doof. Funktioniert nicht kaputt, suchen wir weiter. Wir haben noch Öl. Funktioniert nicht, suchen wir weiter. Ja, dann muss ja. Funktioniert nicht, suchen wir weiter. Achso, ich muss an der Seite. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Okay, das funktioniert. Das geht noch nicht, der Tank ist leer. Irgendwo im Hangar ein Treffer geben. Dieses Jahr, bla bla, tut was sollen wir tun. Am besten wäre es, wenn wir ihm Öl geben würden. Wie wär's damit? Dann kommen wir definitiv raus. Thank you.
everyone all right? Barely. I'm okay. I'm fine. Phew. I thought the great result was that far. No injuries here. Good. Time's a-wasted. Let's head for the lava caves. But what is this place? The lava caves are just south of here. There's a small village on the way. Why don't we head there first? Aza? That's right. Aza. Is that the same Aza famous for his iron mines? That's correct. All right, let's get going. Bacallus, before we go... Huh? What is it, Lyud? I want to ask you something. Is your grandfather really named Georg? And that winglet of yours, didn't you say he made that? Yes and yes. Why? Georg is the name of the doctor you heard about in Mintaka. The genius who went crazy and died in a laboratory explosion. Over a decade ago. What? Is that for real? Yes, I'm sure of it. Giacomo also said that his father, Dr. Georg, had designed the battleship Goldova in his last days. I just don't know. I don't know if that famed Imperial engineer is Gramps. I don't believe Giacomo either. What he said about Gramps being his dad. You said the doctor from Mintaka has been dead for over a decade, right? Yes, that's what they say. Gramps died 2 years ago. He was attacked by Giacomo's men in Mira. Well, sitting around talking isn't doing us any good right now. Why don't we move on? Hey, Callus, don't think you can get all comfy now that Giacomo's out of the picture. Geldeblame's up next. Yeah, I know. There's still something else that I have to take care of, too. Let's go. The last of them all will soon be open. All of the End Magnus will be free. And the end of the world will begin. The great darkness will awaken, and chaos will ensue. Uiuiuiui. Dann geht's auf zum Dasdorf Ashara und dann hoffen wir mal, dass wir mal eine blaue Blume kriegen, weil ich würde schon gerne mal die Levels aufsteigen und Tellers Rang erhöhen. Okay, da kommen wir nicht wieder. Da kommen wir nicht rein. Gut, dann geht's hier hin. Lively. Really? So what happened? You heard about it in Mintaka, right? About Operation Sweep. Aza used to be well known for its mining of iron ore.
They would mine from lava caves and sell their goods to the capital. The villagers reduced their shipments to the Empire a great deal. The reason being simple fatigue from working day after day in such harsh conditions. Before that, the people of Aza filed countless claims about the terrible working conditions, but the Empire completely ignored them. Enraged at the villagers' defiance, the Emperor ordered his army to execute all dissidents as a warning. Kill the troublemakers to spark up a little motivation was the order, if I recall. I objected to the mission. But the mission, known as Operation Sweep, was carried out as planned. Now this village is, well, just look around. I led the operation myself. We wiped out all those in rebellion against the Empire. What? That means... Savina! You were head of the Mad Wolf unit? I heard Lady Death has been hiding out in Anuinui. You mean... the one they used to call Killing Machine? Yeah. You heard about it too, right? The Emperor and his troops supposedly went to Anuinui to carry out part of some secret plan. Some of the troops apparently saw Lady Death out there. Are you serious? It's been over 2 years since she disappeared. That must have been someone else. Oh, look. Over there. Huh? What is it? What? It can't be! Let's get out of here! What was that all about? We'd better hurry. Lady Death of the Mad Wolf Unit. Is that who you are? What's that? Savina, were you really a member of something called the Mad Wolf Unit? Hey, hold up a minute. Savina, you told us you were not an Imperial soldier back in Inuinue. Because I no longer am. That's all in the past. What? But why didn't you tell us? It's not something I'm proud of. Mizuti? Lass uns mehr von so. Ja, das ist gerade spannend, aber irgendwie aber auch zeitlich nicht in Ordnung. Aber okay, das hören wir uns noch an. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns um die Geschichte mit dem Level und dem Rang. Yeah, I will. Savina, what became of you after you raided this village? Hold on, Callus. Let's not talk about it anymore. We should just focus on getting to the lava caves. Gelderblame could be unsealing the last N Magnus as we speak. All right, Shella. Let's move on. But Savina, I never even suspected that you were Lady Death. It's hard for me to talk since I don't know your whole story, but that mission was just... That's enough, Lyra. Everyone's done something they're not proud of. No use digging it up now. People have got to take responsibility for what they've done. If Savina has something she's got to make right, let her do it her own way.
I see what you're saying, but... Lude! Very well. The lava caves are through the village towards the back. Let's go! Gut. Also wäre egal gewesen, was ich gewählt hätte. Wir hören uns. Laufen die mir hinterher? Tatsächlich, die laufen mir hinterher. Uiuiui, ich bin berühmt. Ja, wie es weitergeht in den Lavanhöhlen und in der Geschichte, werden wir beim nächsten Mal erfahren. Denn das war's mit Baten Kaitos, die schwingende Ewigkeit und der verlorene Ozean. Ja. Wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir uns in die Kirche begeben und dort beten und Rang erhöhen und Level erhöhen und dann uns hier umhören, gucken, was hier der Laden zu bieten hat und dann geht's ab zu den Lavahöhlen. Da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann!